Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Wir hatten letzte Woche Plätzchen gebacken, 5 verschiedene Sorten. Hier seht ihr uns auch alle allesamt in der Weihnachtsbäckerei. Es gab 5 verschiedene Sorten, Spitzbuben, Schwarz-Weiß-Gebäck, Sugar-Cookies. Das sind so amerikanische Plätzchen, die da kommt dann obendrauf so Zuckerguss, Vanillekipferl und Butterplätzchen natürlich. Und das seht ihr gerade hier, wie Haley und Kobe die Butterplätzchen bestreuen mit verschiedenem Streudekor. Und bei uns ist es eine richtige Weihnachtsbäckerei. Da wird mit Mehl um sich geworfen, da wird der Perlenstreuer umgeworfen. Alles hinterlässt Spuren im Gesicht. Aber ich finde es toll, so sehr wie ich Ordnung liebe, liebe ich es auch meinen Kindern zuzuschauen, wie sie Spaß dran haben zu backen. Denn immerhin, die Zeit ist zu kurz mit den Kindern, da muss man sie einfach genießen. Ja, und zum Schluss seht ihr dann auch, wie sie aussehen. Ja, hier ist die Haley gerade dabei, die gerade aus dem Ofen genommenen Plätzchen auf den Teller zu tun und oder drauf zu legen, damit sie abkühlen. Und und hier ist noch eine neue Portion natürlich, die wird bestrichen mit Eigelb. Und während Jamie alles aussticht und der Kobe bestreut alles. Also es geht hier wirklich Hand in Hand, muss man wirklich sagen. Ja, und hier seht ihr, wie die Kinder die Spitzbuben machen. Da kommt dann die Sandmarmelade drauf. Also nicht die Originalsamt, aber das ist die Lidl-Variante. Also wirklich ohne Körner, ohne Früchte. Das, und die machen das jetzt hier so ganz toll. Hier könnt ihr sehen, wie Haley und Jamie die, den Zuckerguss einfärben in Blau, Rot und Grün. Und damit werden dann die amerikanischen Butterplätzchen bestrichen. Wobei sie haben viel Zucker drin, deswegen heißen sie auch Sugar Cookies. Einfach, das sind, kann man sagen, wie wenn man Sandkuchen isst, da knirscht ja auch so der Zucker und so ist es bei denen. Also es reicht nicht, dass er so im Teig ist, es muss ja dann noch der Zuckerguss drauf. Und hier seht ihr die herrlichen Kreationen. Also ich sag immer, es ist Weihnachtszeit, es ist die schönste Zeit und es ist die Zeit, wo man halt auch viel sündigt. Aber wenn man alles in Balance hält, dann geht das schon in Ordnung. Immer in allem den Mittelweg finden. So, die Lütten hatten Spaß, machen die letzten Kekse und ja. Und schon sind wir ein bisschen weiter. Hier kaufen wir jetzt unseren Weihnachtsbaum. Hier seht ihr die Preise. So sieht es bei uns aus in der Pfalz. Da schauen wir gerade rum. Und also unserer ist ungefähr 2,10 Meter hoch und hat uns jetzt 25 Euro gekostet, was ich eigentlich noch recht erschwinglich finde. Machst du aber toll. Ja. Ja.
Ja, ich wollte noch ganz kurz was zu dem Preis sagen. Also in unserem Umfeld zahlen auch viele 35 bis 45 Euro. Ja, also wenn man das dann so vergleicht, ist das dann halt schon recht günstig. So, jetzt sind wir zu Hause, haben den Baum aufgestellt. Igor hat die Zweige unten abgeschnitten. Aus dem, ja, Grün werde ich auch noch was basteln. Mir fällt nur noch nicht ein, was, aber mir fällt auf jeden Fall noch was ein. Und hier könnt ihr sehen, wie Haley und Igor die Lichterketten an dem Baum ja, dranhängen. Immer an am besten. Ich denke, das ist auch jetzt kein großes Geheimnis, aber so kann man wirklich sehen, an welchen Stellen nicht richtig beleuchtet ist oder zu viel beleuchtet ist. Und ja, und schon hängen wir den schönen Baumschmuck auf. Ja, hier ist Santa's Little Helper. Die Baumkugel, ja. Hier, die gefallen mir total gut. Die hatten wir uns vor ein paar Jahren mal bestellt und ja, die fanden wir richtig, richtig schön, diese Kollektion, wo aussehen, ja, als würden Elfen einfach da dranhängen. Der Kobe hier, ja, mit seiner glänzenden Schneekugel und hier sind die Hände von der Haley. Ja, also einfach wunderschöner Baumschmuck. Ich finde ihn wirklich schön. Auf jeden Fall, genau, wir, also mein Mann und ich, hängen die echten Kugeln auf, während die Kinder dann doch eher die unechten nehmen. Ja, denn hier seht ihr auch die glänzenden Eicheln und hier die Zuckerstangen, die sind auch echt. Dann haben wir auch so kleine Stiefelchen, die auch echt sind und so. Und das, ja, die hängen wir dann selbst auf. Ja, und das ist einfach, Weihnachten ist einfach unsere Zeit, unsere Lieblingszeit. Wir machen alles zusammen an Weihnachten, das Haus schmücken und den Baum einkleiden. Und bei uns gibt es eine Tradition, wo dann das jüngste Kind, dann mit dem Papa den Stern aufsetzen darf. Das ist immer so süß. Und hier seht ihr eine Turteltaube. Ja, die Tradition hat die Tante von den Kindern, also meine Schwägerin, eingeführt. Sie hat eine, die Kinder haben eine, wie im Film Kevin allein zu Haus. Jeder, der eine Taube hat, an den wird dann auch immer gedacht und man ist dann immer verbunden, egal wo sie sind. Und da die Tante in Berlin wohnt, ja, also bedeutet denen einfach sehr viel und jedes Jahr hängen wir auch die Turteltaube an den Baum. Hier noch die letzten Päckchen. Da ist meistens auch ein Baumschmuck drin und die lege ich einfach unten drunter. So, ihr Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, vergiss nicht zu abonnieren. Hier seht ihr nochmal den Schluss. Und ja, bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid. Tschüss, macht's gut, eure Jessica.